Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie werde ich ein Lead Hunter. Ja? Die meisten Leute werden sich jetzt fragen, was ist ein Lead? Ein Lead ist nichts anderes als ein potenzieller Kunde. Jemand, der sich in eure E-Mail-Adresse, E-Mail-Liste einträgt oder in euren Newsletter etc. etc. Ja? So, warum fragt ihr euch jetzt, oder fragt euch jetzt sicherlich, warum sollte ich Lead-Generierung betreiben? Und zwar aus folgenden zwei Gründen. Es gibt hier die kalte Akquise und die warme Akquise. Ja? Die kalte Akquise sieht wie folgt aus. User XY geht auf eine Seite, weiß natürlich nichts von einem Produkt, wollte auch nichts kaufen und liest eben den Content und sieht dann oben eine Werbeanzeige, die ihn anspricht. Ja? Denkt sich nichts, klickt drauf und dann landet er auf einer Website. Ja? Also ein schlauer Marketer würde jetzt natürlich nicht eine Page präsentieren, wo es direkt darum geht, die Kohle einzusammeln. Ja? Also quasi mit dem Formular für die Kontonummer etc. Produkt geil, hier kaufen sofort. Schwachsinn, wird nicht funktionieren. Ja? So, was macht ein schlauer Marketer? Er baut eine kleine Page, wo quasi der User etwas umsonst bekommt. Ja? Also ein Rabattcode oder kostenlose E-Books, wirklich mit Value, also wirklich mit Mehrwert. Und im Gegenzug dafür bekommt dann der Marketer die E-Mail-Adresse. Ja? So, und aus dem kalten Kunden ist dann schon ein etwas wärmerer Kunde geworden. Ja? Also ein Interessent, ein potenzieller Kunde. Bei der warmen Akquise ist es im Gegenteil so, dass du zum Beispiel bei Google, deswegen ist auch Google so stark da, bei PPC, also bei Pay-Per-Click. Und zwar machen die das so, die Leute, die bei Google unterwegs sind, suchen ja meistens nach etwas, ja. Und 60-70% der Leute suchen nach irgendwelchen Produkten, nach Testberichten, nach Erfahrungen etc. etc. Ja? So, wenn die dann bei Google sind, suchen sie eben, geben ihren Suchbegriff ein und dann erscheint die relevante Werbeanzeige von mir, ja. Das ist ja auch der USP von Google, dass die Werbeanzeigen eben relevant sind. So, dann klickt der User drauf und wenn deine Website gut ist, dann kauft der User bei dir. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. So, allerdings hast du dann eben den Lead verloren, ja, also die E-Mail-Adresse. Und das Gute bei dem Lead ist, dass wenn er einmal in deinem Sales-Funnel, in deinem E-Mail-Funnel ist, du ihm immer und immer wieder Content bieten kannst, wirklich Value bieten kannst und dann auch gelegentlich deine Produkte platzieren kannst. Und das hat natürlich den Vorteil, zum Beispiel, dass du auf einen Schlag, zum Beispiel, wenn du eine große E-Mail-Liste hast, 10, 100, 1 Million Leute auf einmal erreichen kannst. Ja? Und es ist wirklich, also eines der mächtigsten Tools oder der mächtigsten Marketing-Strategien ist E-Mail-Marketing. Ja? Also das ist nichts anderes als, also wenn du Leads generierst, machst du nichts anderes als E-Mail-Marketing. Ja? So. Das kannst du auf viele Businessmodelle anwenden, ja, Veranstaltungen zum Beispiel, jemand, der Partys macht. Ich kenne ein paar Leute, die machen Partys. Stellt euch mal vor, ihr habt Monate bevor ihr eure Party macht, angefangen E-Mail-Adressen einzusammeln. Für Leute, die sich wirklich interessieren für eure Musik, für eure Stimmung, für die Partys an sich, für den Club oder was auch immer. Und ein, zwei Tage bevor die Party ist, bam, schickt ihr eine E-Mail raus, ihr erreicht 10.000 Leute und diese 10.000 Leute, von denen ihr wisst, dass sie interessiert sind, und das ist eben das ganz Wichtige beim Marketing immer, es muss relevant sein. Und du weißt, es ist relevant, die Leute erreichen, die E-Mail erreicht die relevante Person und die Leute kommen. Ja? Also das Gleiche auch bei Restaurants, Neueröffnungen, was auch immer. Ich habe auch von Douglas letztens eine E-Mail bekommen. Ich habe zwar nicht bei Douglas dann gekauft im Online-Shop, aber ich habe dann in der Stadt habe ich mir wirklich was bei Douglas geholt, ein Parfum. Ja? Also das ist auf jeden Fall ziemlich mächtig. Ja? Ihr könnt damit natürlich auch extrem viel Geld verdienen. Ja? Also nur eine kleine Rechnung. Angenommen, ihr habt 100.000 Leute in eurem E-Mail-Newsletter. 100.000 Leute davon, 1% muss nur kaufen, also konvertieren. Das ist eine wirklich konservative Rechnung. Also ich habe zum Beispiel, also normale Conversion Rate liegt bei 5%. Oder was heißt normal? Also 5% ist schon ziemlich hoch. Meine liegt bei 2 bis 3 zum Beispiel. Also ihr schickt 100.000 Leute an 100.000 Leute raus, 1% konvertiert, das sind 10.000. Und euer Produkt kostet zum Beispiel 69 Euro. So, 69.000 Euro verdient. Und das ist kein Scheiß. Ich erzähle euch hier wirklich keinen Schwachsinn. Ich kenne Leute, die machen das mit 1 Million, 2 Millionen Leuten in ihrem Newsletter. Ja? Und die haben 5 bis 6% Conversion Rates. Ja? Und da kosten die Produkte teilweise noch mehr. Und somit, wie gesagt, also denkt immer daran, egal was für ein Business ihr macht,
Denkt daran, immer Leadhunter. Seid King darin. Wenn ihr keine Leads sammelt, verschwendet ihr nur euer Geld. Ich habe anfangs genau denselben Fehler gemacht. Ich habe darauf geschissen, oft gut Deutsch gesagt und habe direkt die Leute auf die Salespage geführt. Ja, hier gebt eure Sachen ein, kauft das Produkt jetzt und hat natürlich nicht geklappt. Ja. Jetzt habe ich die Leute in meinem Funnel, ich kann sie immer und immer wieder mit Produkten bewerben. Und ja, sobald sie natürlich keine Lust mehr dann haben, irgendwann tragen sie sich aus. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten, darauf will ich jetzt hinaus. Unsubscribe-Link, ganz wichtig, weil da gibt es fette Strafen, ne? Wenn ihr E-Mails schickt an Leute, die sich nicht eingetragen haben, beziehungsweise die sich ausgetragen haben, zahlt ihr bis zu 15.000 Euro pro E-Mail, ja, die ihr geschickt habt, und das kann dann euch ganz schnell fertig machen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise liked das Video, kommentiert unter dem Video, das würde mich echt freuen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen in Bezug auf Lead-Generierung. Im nächsten Video werde ich euch dann auch zeigen, wie man so eine Lead-Page aufsetzt. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.